So, Leute, da bin ich wieder und ihr hört wahrscheinlich neue Mikrofonqualität dazu, aber mehr. Ja, die Pause hat natürlich wieder ein bisschen länger gedauert. 18.06. habe ich aufgehört. Heute ist der 21.06. um 12.40 Uhr. Eine Dreiviertelstunde habe ich aufgenommen gehabt. Ist natürlich für mich nicht schlecht. Wie gesagt, ich muss natürlich erstmal gucken, wie weit ich aufgenommen habe. Nichtsdestotrotz, ja, neue Tonqualität, Mikrofonqualität. Achtet auf den Fluss, im Wasser. Okay. Nun gut. Ja, ich habe das rote Procast jetzt. Ich muss natürlich erstmal gucken, wie ich es halt am besten hinkriege, damit es sich auch ordentlich anhört. Ich weiß nicht, ob ein Knacken mit bei ist. Es war zum Anfang ein Knacken mit dabei, ab und zu. Das heißt, naja, gut. Nichtsdestotrotz, neues Audio-Interface ist bestellt. Das, was ich jetzt habe, das Audident ID4, geht auf jeden Fall zurück. Dafür hole ich mir das Steinberg UR22 MK2, glaube ich, müsste es heißen. Das ist bedeutend besser. Hab dann nämlich nur ein bisschen nachgeforscht und das hier. Ja, das spinnt so ein bisschen umher. Mal rausche ich halt nicht. Naja, ich klinge wahrscheinlich auch noch relativ stark compressed. Mal gucken, ob ich das rauskriege. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, da sollte trotzdem nochmal ein Unterschied sein zu dem NT-USB, was ich halt vorher hatte. Wie gesagt, ich werde noch ein bisschen hin und her probieren, vielleicht nochmal ein virtuelles Mischpult runterladen und da vielleicht noch was einstellen. Was ich so vorhatte, auch mit dem alten, wollte ich mir so Voice Meter runterladen, sodass ich halt über ein OBS drei Tonspuren ausgeben kann. Also wenn ich da dann aufnehme, halt drei Tonspuren halt dann habe, ist halt relativ einfach, wenn ich dann mit Tamara oder so oder irgendjemand dann aufnehme, dass ich dann halt dort ebenfalls die TS-Stimme dann nochmal anpassen kann und nicht, dass es halt wieder über, ja, sollte so funktionieren, den Ingame-Sound halt runter regeln. So, ja, wir sind auf jeden Fall, ich habe nochmal nachgespickt, ich nenne es jetzt mal Kapitel 8, beziehungsweise, ja, schwer zu sagen. Wir sind auf jeden Fall fast mit dem Game durch. Was heißt passt durch? Also ein bisschen ist noch klar. Das wird natürlich auch noch ein bisschen dauern, aber naja, mal schauen, wie lange ich dafür brauchen werde. Und das, ja, Thumbnail kommt natürlich dieses Mal auch nicht von mir. Battlefield 5 hat auch ein neues Thumbnail bekommen. Das habt ihr ja schon vor Ewigkeiten gesehen. Ja, und das Thumbnail wurde natürlich auch von Tamara gemacht. Ja, gut. Ist natürlich praktisch, denn weil ich habe es mir halt relativ einfach gemacht, zack, zack. Das wurde ja auch bemängelt, muss ich dazu sagen. Ja, ich weiß, meine eigenen Thumbnails, die ich da gemacht habe, waren natürlich nie so geil. Hat es aber für mich waren. Also ich habe mir da wirklich halt dann, klar, ein bisschen Mühe gegeben hier und da. Wenn es halt schöne Screenshots waren, hat man da auf jeden Fall was genommen gehabt. Aber man hat sie ja noch einfach gemacht, einfach so, ja gut, das passt irgendwie. Und dann auf geht. Und dann hatte man sich halt ein Thumbnail zusammengeschustert. Irgendwie was Passendes genommen, wo dann halt vielleicht direkt einfach nur das Dingens draufsteht. Der Spieletitel, Let's Play, Part untergepackt und fertig war's. So, leider ist das Ding hier schon leer. Mein schönes MG. Das wäre natürlich geiler gewesen, wenn es halt nicht leer gewesen wäre. Aber naja, kann man nichts ändern. So schnell sind halt 500 Schuss weg. Alter, die sind hier aber auch gut am Stürmen. So, einfach mal reinballern. Das wäre halt so geil, wenn ich hier ein bisschen. Erstmal würde ich hier ganz gerne mal in Deckung gehen. Na, geht auch nicht. Ich sehe sie halt nicht. So, der Typ vom MG da hinten ab. Aber wie haben die denn so schnell da bitte den MG aufstellen können? Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auch schon angefangen, so die allererste Aufnahme so zu rendern, die ersten beiden Parts. Man muss dazu sagen, dass Medal of Honor doch arschlaut ist. Da musste ich auf minus 21 dB halt gehen. Okay. Also ich musste halt schon ordentlich runterpegeln, damit es überhaupt irgendwie geht. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so offen. Macht das wirklich? Ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied. So, Spiel wird gespeichert. Mörser? Wo Mörser? Hier Mörser? Nee. Hä?
Wo soll denn hier ein Mörser sein? Ach so, ausschalten. Huh. Ja gut, das ist ja... Ja, das ist ja kein Thema. Ich dachte, ich kann zu einem Mörser. Ja, dass sie den Mörser aber so close aufgebaut haben. Ich verteidige die zweite Anhöhe. Nur gut. Ja, wie gesagt, rote Procaster, sodass man sich halt ja nicht gemeinsam ins Mikrofon reinschreit, ist halt tausendmal besser dann. Von daher. Naja, wie gesagt, Tonqualität wird sich auf... Ich hab's ja schon gehört. Und mal so verglichen, also es ist halt nochmal ein Unterschied. Das rote NT-USB ist halt ein super Einsteigermikrofon, ist halt ein USB-Mikrofon. Da kann man halt ordentlich was machen. Wenn man den Pegel nochmal ein bisschen gut einstellt, also den Aufnahmepegel, der war bei mir beim NT-USB bei 62, der Aufnahmepegel. Den hätte man rein theoretisch nochmal... Ach, hier steht der Mörser. Ach, lol. Missionsziel erreicht. Sehe ich zur dritten Anhöhe zurück. Ich würde sagen, hier gehen wir lang. Rein theoretisch hätte ich den auch noch mal ein bisschen runterpegeln können. So ist es nicht, aber na gut. So. Ich würde jetzt mal sagen, dass das die dritte Anhöhe sein soll. Jungs, wir haben auf unserer linken Flanke japanische Patrouillen gesichtet. Lassen Sie sich von Parker durchchecken und sehen Sie dort unten mal nach dem rechten. Okay. Okay. Missionsziel erreicht. Oh lol, gibt sogar schon den nächsten Abschnitt. Sehr geil. Das heißt, wir sollen in den Dschungel dann direkt mal ein bisschen ausschalten. Beziehungsweise säubern, würde ich jetzt mal schätzen. Aber schon... Halt die Augen offen, Tommy. Ja, ja. Ich halte die offen. Ganz weit offen. Aua. Okay. So viel dazu. Ich könnte rein theoretisch auch meinen Monitor jetzt nochmal ein bisschen zum Cheaten nehmen. Und zwar, indem ich den halt ein bisschen heller mache. Das wäre natürlich noch so eine Sache. All die Patrouillen. Wenn du mich fragst, wartet irgendwo in diesem Dschungel eine riesige Armee. Ja. Wird wahrscheinlich auch so sein. Da sind unsere gefallenen Kameraden. Der hier ist aber... So, das war so klar. Ich hab's nämlich gerade nochmal getestet. Normalerweise kann man hier über die Leichen drüber laufen. Aber da man die eben nicht drüber laufen konnte, ja, war klar, dass der Typ halt lebt. Ist das mein Medic eigentlich? Kann der Typ sterben? Nee, der Typ kann nicht sterben. Hoffentlich waren das alle. Wir müssen zurück. Aber zuerst durchsuchen wir die Leichen nach Geheimdokumenten. Okay. Ihr seht, ich kann die Leichen nämlich auch hin und her schieben. Schalte die flankierten Truppen. Na gut, okay. Muss ich nicht machen. Das heißt, ich habe keine Option. Vielleicht haben die auch keine. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich noch, was mir gerade einfällt, vielleicht noch ein bisschen Bass oder so reinkauen. Weil ich bearbeite es ja so über den Audacity nochmal nach. Alter. Also ich habe mich jetzt nicht erschreckt. Ich habe eigentlich gedacht, oh, hier oben irgendwo. Schon mal so als Reflex. Okay. Alter, Kollegen, halt. Schnauze da. Das bin ich. Heiner. Bewegung, die Japaner sind hinter euch. Oh, ich darf wieder schießen. Weg da. Meine MG. Her damit. Aber ich muss sagen, Medal of Honor, jo. Wie gesagt, es ist halt klar. Es ist halt häufig das Gleiche. Es ist halt immer so. Aber nichtsdestotrotz, so die ganze Szenerie, Pacific, also den Pazifikkrieg da aus dem Zweiten Weltkrieg, hat man, glaube ich, nicht so wirklich thematisiert. Zurück auf die Anhöhe. Ja, ist okay. Nimm meine Hand, Tommy, ich zieh dich hoch. Ja, außer jetzt in Medal of Honor, Rising Sun beispielsweise war ja nochmal ein Spiel. Aber war halt auch wieder MOH, was halt den Pazifikkrieg oder halt ähnliches dann thematisiert hat. Ich glaube, COD hat den Pazifikkrieg gar nicht thematisiert. Teile die dritte Anhöhe. Na gut, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Darf ich damit jetzt schießen? Oh, jawohl! Alter, ich darf mit dem Fettgeschütz halt schießen. Geil!
Das ist natürlich richtig geil. Verteidige die dritte Anhöhe. Ja gut, aber die haben halt so viel Ressourcen an sich. Ähnlich wie in Russland damals. Wir ballern da einfach nur rein. Normalerweise müssten da schon die übelsten Gräben drin sein, beziehungsweise die übelsten Löcher. Der nächste ist gefallen, beziehungsweise angeschossen. Der muss ja auch die ganzen Leute da versorgen. Alter, ich biete doch schon Feuerschutz wie Sau, aber... Naja, wie ihr seht, die kommen halt immer nach und da hat man eigentlich kaum eine Chance. Da müsste man normalerweise eine Rauchgranate schmeißen, aber selbst, ja, eine Rauchgranate ist halt keine Wand, selbst da würde halt durchgelaufen werden. Ich verstehe halt nicht. Ja gut, da ist er jetzt tot. Ja. Okay. Ja, so weit kann ich leider nicht rüberzielen. Ja, keine Mumpel mehr, scheiße. Nichtsdestotrotz. Ich brauche erstmal einen Sunny, weil ich habe keinen Bock hier drauf zu gehen. 32 AP nur noch. Oh Mann, Mann. Ey, natürlich hast du noch viele. Du hast noch 3 Stück, die sollten eigentlich langen hier, um das rauszuholen. So, 12.40 Uhr habe ich gesagt, ne? Jo. Ich dachte, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen. So, dass ich halt auch wieder ordentlich entspannt halt schneiden kann. 3/4 Stunde, wie gesagt, hatte ich aufgenommen. Im Vorfeld. Muss ich da denn irgendwie jetzt nochmal eine 3/4 Stunde oder so was aufnehmen. Dass ich auf 1,5 Stunden komme und das dann halt gut cutten kann. Weil dann kann ich heute natürlich nochmal weiter schneiden. Dass ich wirklich die erste Aufnahme davon, weiß ich wann ich die angefangen habe, wirklich jetzt mal durchschneiden kann, fertig schneiden kann. Ja, beziehungsweise fertig rendern kann, so. Und dass ich mich vielleicht nochmal mit Voice Meter und OBS nochmal auseinandersetze, mit denen die Tage, dass ich das dann halt auch wirklich hinkriege, über ein OBS 3 Audiospuren halt auch zu geben, über OBS Studio, muss man halt dazu sagen, so dass man da entspannt dann wirklich zusammen was aufnehmen kann. Bei Battlefield, das hatte ich ja schon so grob eingestellt, aber hier und da hätte ich doch nochmal ganz gerne die Audio von Tamara ganz gerne ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser gehabt. Gut, leiser geht, aber ein bisschen lauter, dann hätte ich halt mich auch wieder lauter machen müssen und wäre auch wieder nicht ganz so geil gewesen. Ja, ich weiß, das habt ihr schon alles gesehen und alles mitbekommen. Das werde ich wahrscheinlich noch in Battlefield oder sonst irgendwelchen Videos vielleicht labern. Aber es ist halt nun mal aktuell die Aufnahme. Oder der Aufnahmezeitpunkt, da ist es halt noch aktuell in Versuchung. Nee, in Versuchung? In Forschung. Ja, Forschung jetzt auch nicht. Im Test. Wie auch immer, keine Ahnung, sucht euch ein Wort aus. Keine Ahnung, warum der halt so instant auch mit einem MG hier auf mich zustimmt. Ist natürlich gerade so ein bisschen der Ansturm hier wie D-Day. Kriegst du mal nachladen? Ey, der hat da halt echt einen MG aufgestellt. Das ist halt nicht normal, ne? Einfach fahren, direkt vor meine Nase einen MG aufstellen. Und warum nicht? So, nichtsdestotrotz. Ja. Achso, ja. Kurz mal nachladen. Interessant, dass wir die 26 Schuss verlieren. Linke Flanke? Ja. Ist halt echt so. Wenn es so weitergeht, werden wir langsam überrannt. Das ist korrekt. Ich würde ja auch ganz gerne in eine Dingens mal reingehen. Reingehen von. Hier an das MG. Darf ich das? Darf ich an das MG rangehen? Wenn ja, wäre es halt ultra geil. Jo. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Kann ich das komplett drehen? Nee. Okay. Aber so können wir halt nochmal ein bisschen eigene Munition sparen, weil sie laufen halt uns doch relativ gut rein. Ich kann zwar nicht direkt eingreifen,